Jubel, als David Wenzel aus dem Eiswasser auftaucht. 80,90 Meter ist er unter der Eisdecke hindurchgetaucht, im gerade mal 3 Grad kalten Wasser. Und das nur mit Badehose und Taucherbrille bekleidet, ohne Flossen, ohne Taucheranzug oder Kappe. 1 Minute und 35 Sekunden hat er für die Strecke gebraucht. Es ging schneller, als ich dachte. Ich fühlte mich großartig. Ich habe aber auch viel auf diesen Tag hin trainiert. Das Ergebnis: ein neuer Weltrekord im Streckentauchen unter Eis. Die 5 Notfallausstiege entlang der Strecke hat der 38-Jährige nicht gebraucht, auch nicht die Taucher, die ihn sichern. Der Extremsportler hofft nun auf einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Ein offizieller Gutachter war dabei, aber weil er nicht sehen konnte, wie ich unter dem Eis schwimme, muss er die Videoaufzeichnungen noch auswerten und den Weltrekord bestätigen. Die Voraussetzungen dafür zumindest stimmen. Die Eisschicht hier auf dem zugefrorenen Badesee in Nordböhmen war 30 cm dick, als der Tscheche ins eiskalte Wasser stieg.